Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem neuen Videobeitrag. Wie der eine oder andere vielleicht mitbekommen hat, haben Volker Schneider und ich eine Fototour nach Noordwijk in Holland organisiert. Uns haben wieder 12 Teilnehmer begleitet, bestehend aus Fotografen, Herren Make-up-Artists und Modellen. Und seine Frau Conny war diesmal ebenfalls zugegen. Sie hat als gute Seele des Hauses für unser leibliches Wohl gesorgt, hat auch immer ein offenes Ohr gehabt für kleinere Problemchen, war auch ein Ansprechpartner für die Mädels. Also an dieser Stelle vielen, vielen Dank, Conny, dass du dabei warst. Ja, worum geht es in dem Videobeitrag? Wir möchten euch noch ein paar Impressionen zeigen, ein paar Ergebnisse, ein paar Making-ofs in Form einer Slideshow im Nachgang, damit ihr mal einen kleinen Eindruck erhaltet, was wir so unterwegs gemacht haben. Und die Details, die erzählt euch jetzt Volker. Volker, übernimmst du? Ja klar, Marc, mache ich doch gerne. Aber von mir erstmal ein Hallo an euch. Ja, Details, da fange ich doch einfach mal von vorne an. Die Idee war mal etwas anderes zu machen, in einer Location, die es bei uns hier nicht gibt. Letztes Jahr war ich mit meiner Frau in Noordwijk in Holland und da war sie die perfekte Location. Da dachte ich, hier müssen wir unbedingt shooten. Die breiten Sandstrände, die Dünen, dazu die Stadt Leiden. Ein Traum. Also, kurz mit Marc gebabbelt und los ging die Planung. Leute gesucht, die Lust hatten mitzumachen, zwei Ferienhäuser gemietet und ab ins Auto. Am 26. Mai ging es dann auf die Reise nach Holland. 5 Autos, vollgepackt mit Ausrüstung, Schminke und Kleidung. Dort angekommen, ging es sofort nach dem Ausladen an den Strand und die ersten Bilder wurden gemacht. Das Thema war Strand, Sonnenuntergang und Gegenlicht. Am nächsten Tag standen 2 Shootings an. Zuerst ging es in die Dünen und nach einer Mittagspause ab nach Leiden. Leiden wird auch Klein Amsterdam genannt, eine wunderschöne Stadt zum Fotografieren. Durchzogen von Wasserkanälen mit tollen Brücken und gerade abends auch schön mit alten Straßenlaternen beleuchtet. Am letzten Tag war nochmal Strand angesagt und der Fallschirm wurde ausgepackt. In toller Gemeinschaft konnten die nicht so erfahrenen Models sich mit anderen austauschen. Es war spannend zu sehen, wie der Workflow von anderen Fotografen ist, und es wurde gemeinsam Bilder besprochen. Zuletzt noch mal einen herzlichen Dank an unsere Make-up-Artist. Sie haben sich toll mit uns Fotografen abgesprochen, welches Styling zu welchem Anlass gebraucht wurde. So, und jetzt lasst euch überraschen. Schaut euch die Ergebnisse an. Wir wünschen euch viel Spaß dabei.